In Kammern wurde kürzlich die neu adaptierte Ausstellung Maße und Gewichte im Museumshof eröffnet. Dr. Rüdiger Böckel hat jahrelang viele Exponate zum Thema Maßeinheit zusammengetragen und restauriert, um sie in seinem Museum den Besuchern und Besucherinnen zu offenbaren. Das Hauptthema ist die Sonderausstellung Maße, Gewichte, die neu formiert wurde und nicht nur alte Maße, sondern auch ganz moderne Maße zeigt, damit man die Entwicklung von damals zu jetzt sieht, dass das Museum auch etwas moderner wirkt und klingt. Dann ist noch die übliche Ausstellung von allen möglichen Dingen, Fossilien, alte Bauerngeräte, Heimatmuseum, Farbmuseum und so weiter. Das läuft jetzt weiter, aber diese Spezialausstellung haben wir jetzt neu strukturiert und da hoffen wir, dass das entsprechende Interesse auch groß sein wird. Im Einführungsvortrag von Dr. Böckel im Museumshof bekamen die Gäste einen Einblick in die geschichtlichen Epochen der Maßeinheiten, um danach bei der Besichtigung ein besseres Hintergrundwissen zu haben. Maßeinheiten aus allen Epochen der Zeit. Woher haben Sie diese Exponate? Es ist eigentlich ein Zufallsprodukt gewesen. Ich habe ursprünglich nur Landmaschinen gesammelt und dann habe ich so als Nebenprodukt alles mögliche andere bekommen. Das liegt Jahre, zum Teil Jahrzehnte bei mir irgendwo herum und dann ist mir von heute auf morgen die Idee gekommen, zu schauen, was besitze ich, und dann man dachte, ich könnte da eine neue Ausstellung machen, weil diese ganzen Maß und Gewichte ja zum Teil Jahrtausende alt sind und die wenigsten wissen, woher die ganzen Namen und Begriffe und Hintergründe kommen. Und ich habe sie eben auch als Geräte, sofern verfügbar, dargestellt und kann das Ganze beschreiben. Seit Jahrtausenden wird das Maß als Wertigkeit verwendet. Das erste Maß der Dinge war der Mensch, zum Beispiel die Elle, war das gebräuchlichste Schneidermaß. Die Ausstellung im Museumshof ist vom 1. Mai bis 31. Oktober jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.